Es geht weiter mit Silent Hill 3. Wir haben jetzt beim Wahrsager ein Buch gelesen, und zwar Douglas sein Notizbuch. Muss mal eben gucken, ich hänge hier irgendwie mit diesem Headset-Kabel fest. Okay, jetzt hänge ich nicht mehr fest. Gut. Und wir haben einen Puppenkopf eingesammelt. Den brauchen wir, und zwar direkt nebenan. Huch. So, muss mal eben hier. Ich hatte die Box noch an. Das ist blöd. Irgendjemand hat gesagt, ich soll den Störeffekt wieder anmachen. Ich mache das jetzt mal eben. Hier kann man das eigentlich, weil das sehr ruhig ist, das Bild gut sehen, wie das mit und ohne Störeffekt aussieht. Ich finde es mit auch besser. Aber ich weiß nicht, ob ihr ohne nicht mehr erkennen könnt. Jetzt ist das Bild also ordentlich grisselig. Aber es ist irgendwie cooler so. Ganz ungewohnt, wenn man ein paar Parts in scharf gespielt hat. Na, ist egal. Wir lassen es jetzt erstmal so. So lange ist eh nicht mehr. Hiernach kommt nur noch eine Location, also jetzt eine Location im Sinne von nicht ein Ort im Park, sondern ein Ort allgemein. So, hier sind zwei Puppen. Und hier lag irgendwo ein Foto. Da. Da liegen Fotos auf dem Boden. Was ist das? Sind das Fotos von diesen Puppen? Aschenputtel links und Schneewittchen rechts. Aber irgendwas stimmt nicht. Ja. Auf dem Foto hält Aschenputtel Schneewittchen etwas in der Hand. Ist eine Schneewittchenpuppe. Wir haben gerade keinen Apfel da, deswegen nehmen wir den Puppenkopf. Ich habe den Puppenkopf auf Schneewittchens Hand gelegt. Und Aschenputtel, das ist eine Aschenputtelpuppe. Aschenputtelpuppe, Aschenputtelpuppe, Aschenputtelpuppe. Boah, schwieriges Wort. Der fehlt ein Schuh. Ich habe Aschenputtel den roten Schuh angezogen. Eigentlich hast du ihn nur daneben gestellt. So, und jetzt dürfte hier hinten nämlich die Tür auf sein. Die war gerade nämlich zu. Ja, ich habe gar nicht erst getestet, ob sie nicht auch so aufgeht, weil ich weiß, dass sie es nicht tut. Da ist weder ein Knauf noch ein Griff an der Tür. Das ist hier so ein Märchen. Es ist nur ein Requisit und macht mir überhaupt keine Angst. Das ist der Drache, okay. So eine Märchen. Geisterbahn. Wir benutzen jetzt den Notausgang. Ja, und wo landen wir jetzt? Irgendwo, wo Monster sind. Da liegt was. So, wer Silent Hill 1 nicht kennt, wird das jetzt nicht verstehen, deswegen erkläre ich es euch kurz. In Silent Hill 1 wird nämlich so ein Notizblock benutzt, um zu speichern. Und in Silent Hill 1 ist ja Heathers Adoptivvater die Hauptfigur gewesen. Das heißt, wir lesen jetzt die Notizen ihres Vaters aus dem ersten Teil des Spiels von vor, wie alt ist Heather jetzt? Ja, 16 Jahren. Dali hat es gesagt, sagte, dieses Mädchen sei eine Dämonin, dass sie meine Tochter als ein Opfer nahm. Aber es ist nicht rundweg glaubhaft. Ich meine, der Schein kann trügen. Als ich das Foto im Krankenhauskeller sah, dachte ich, das Mädchen sieht aus wie Cheryl. Habe ich deshalb solche Gefühle? Hier stimmt jedenfalls etwas nicht. Dabei kommt nichts Gutes raus. Aber ich kann sie mir einfach nicht als eine Dämonin vorstellen. Bilde ich mir das nur ein oder tut sie mir tatsächlich leid? Warum kommt es mir so vor, als würde sie jemanden suchen, der ihr hilft? Für mich ist nur Cheryl wichtig. Alles andere kann warten, bis ich sie zurückbekomme. Am Ende ist ein Datum und eine Unterschrift. Das Datum ist vor etwa 17 Jahren und die Unterschrift lautet Harry. Papa? Ja, Schätzchen, du hast es erfasst. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Hier offensichtlich nicht. Schade. Da läuft ein Monster rum. Du guckst da nicht so hin. Wir gehen jetzt hier schnell durch. Ich hoffe, das ist richtig. Ja. Das sieht gut aus. Wo guckt die da hin? Er
ist der Hilfekasten? Ja, hier sind so rote Pflanzen. Und hier ist... Was? Das ist ein Popcornwagen, nichts Besonderes. Ja, ja, gut. Ah, und hier ist das berühmt-berüchtigte Pferdekarussell. Das kommt auch schon in Teil 1 vor. Ich rüste mir eben um. Ja, da sind wir. Es sind nur Karussellpferde. Trotzdem tut es mir, dieses Pferd lebt. Naja, lebt ist vielleicht nicht das richtige Wort. Es ist kein normales Karussellpferd. Es ist nicht aus Holz oder Plastik. Ich weiß nicht, es ist einfach irgendwie eigenartig. Ja, auch wenn es irgendwie nur Karussellpferde und keine echten Pferde sind, tut es mir gerade ein bisschen leid, wie hier... zu malträtieren. Geh halt mal frontal davor. Denn wir müssen die Pferde hier zum Anhalten bringen. Wenn wir das nicht schnell genug tun... Instant Death! Nicht funktioniert. Alle platt? Ja, hier bewegt sich doch keins mehr, oder? Wieso bewegen die sich wieder? Ja, wer mag das wohl sein? Die kennen wir schon aus dem Spiegelzimmer. Das ist nämlich... Alessa, unser uraltes Ich. Und jetzt nehme ich dann doch mal wieder... Ach so, die fast nur 8 Schuss. Nein! Du sollst die ausrüsten! Danke. Wo bist du, Bitch? Uah.
die löst sich auf, aber sie kommt nochmal wieder und hat immer eine andere Waffe dabei. Immer eine, die wir auch haben. Wie viele Pistolenpatronen habe ich denn noch? Ach du liebe Zeit. Ja, das reicht noch ein bisschen. Okay. Nee, das Pferd muss man nicht töten. Oh, jetzt hat sie das Rohr dabei. Wenn man schnell genug schießt, steckt man nicht allzu viel ein. Oh, aber ein bisschen einstecken tut man dann doch. Ja, dieser Kampf, ich muss mich jetzt konzentrieren, Leute. Deswegen kann ich euch hier nicht so viel zu sagen. Weil die Bitch haut ordentlich rein. Sieht es mit meiner Gewehrmunition aus? Wir könnten vielleicht auch mal die Maschinenpistole benutzen. Habe ich da überhaupt Patronen für? Bei Gewehr-Schrotpatronen habe ich nicht viele. Die hat nämlich gleich auch eine. Oh, fuck. Muni ist schon alle. Oh, wir haben wirklich keine mehr. Ja, dann nehmen wir dann doch wieder die normale Pistole. Moment, ich muss mal eben meine Katze aus dem Weihnachtsbaum holen. Maron, geh da weg. Du sollst da nicht hin. Boah. Ey, ich bin aber jetzt nicht tot, oder? Oh, jetzt muss ich aber, glaube ich, bestimmt ganz dringend mal Heiltrank nehmen. Was ist jetzt? Bist du tot? Hallo, ich kann nichts machen. War's das? Das war's, oder? Ja, das war's. Weg ist sie. Was steht da? Es wäre besser für mich zu sterben. Man braucht ja keine Angst davor zu haben. Dieses Kind, dieser Dämon. Wenn ich an den endlosen Schmerz denke bei seiner Geburt. Statt des Leidens und der Grausamkeit, die ich in diesem Krankenzimmer ertragen musste, will ich mir einen sanfteren und friedvolleren Tod gewähren. Warum sträube ich mich? Ich habe mich nie für einen solchen Narren gehalten. Alessa, es ist schon seltsam für mich, dich so zu nennen, denn du bist ich. Aber weißt du was? Du und ich denken unterschiedlich. Und nicht, dass ich mich nicht an das Krankenzimmer erinnere. Ja, geschafft. Gruselige Pferde hier. Und irgendwo hier kommen wir auch raus. Wir sind jetzt hier in so einem modderigen Gang. Hier kommt der nächste Gang. Hier steht überall was. Befleckt vom Bösen dieser Welt, halten wir unser Leid in uns. Nur du kannst unsere Wunden heilen. Morgens, nachmittags, abends und nachts rufen wir deinen Namen und beten für den Tag des wundersamen Abstiegs. Ich gebe dir uneingeschränkt meinen Körper und meine ewige Seele. Welche Dunkelheit mich auch befallen mag, ich werde sie mit dir an meiner Seite ertragen. Als Beweis deiner wundersamen Stärke führe unsere gehorsamen und willigen Seelen auf den Weg ins Paradies, o Herr. Wir werden den Mächtigen der Versuchung nicht nachgeben, solange du in unseren Herzen bist.
O Herr, rette uns mit deinem Erbarmen. O Herr, überschütte uns mit deinem Segen. O Herr, begünstige uns mit deiner Fülle. Das ist der Fett, oder was? Was ist das? Keine Ahnung. Jetzt hampelt sie wieder so ein bisschen die Treppen hoch. Da steht etwas auf der Tür. Die Tür ist das Tor, das zum Weg ins Paradies führt. Umschließe den Busen der Heiligen Mutter. Bekenne deine Sünden und empfange Vergebung. Der ewige Frieden kann dir gehören. Was sich hinter dieser Busentür verbirgt, seht ihr gleich.